So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Topspiel der Woche mit dem Eröffnungsspiel der Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Bayern und dem Hamburger SV. Mein Name ist Daniel, ich habe jetzt auch eine Capture-Card und mit mir dabei ist der gute Mario, aka Hamburger Jung. Yes, und ich habe Bock. Oh, Bundesliga fängt wieder an. Hat ja lange genug gedauert, bis es wieder angefangen hat. Oh ja, das hat wirklich lange genug gedauert. Ja, wir haben Lust. Und direkt mal Abpfiff. Direkt erstmal faul an Robben. Wir haben die Aufstellung schon halbwegs so gemacht, wie sie in echt auch sein sollen. Ja, also wir haben jetzt zwar die Trikotnummern jetzt nicht alle so angepasst, aber wir haben uns die Neuzugänge geholt und haben die Aufstellung jetzt mal so gemacht, wie sie jetzt im Umlauf ist, wie es rumort. Ja, die großen Neuzugänge sind ja ein Vidal bei Bayern und ein Douglas Costa. Genau, beim HSV haben wir, oder habe ich dann auch schon mal, wir haben ja noch ein bisschen mehr eingekauft als die Bayern. Ja, das muss zum Beispiel jetzt gerade beim Kopfball den Gregoric, Ekdal spielt. Ganz interessant für mich, oder für eigentlich für alle, der Mann, der eben gerade dabei war, die Nummer 28, Gideon Jung, aus der U23. Ja, er heißt Jung, das ist ironisch. Ja, deswegen musste ich gerade ein bisschen schmunzeln. Ja, das habe ich gemerkt. Hat eine super Vorbereitung gespielt, war der Gewinner der Vorbereitung beim HSV, der große Gewinner. Und sehr, sehr großes Talent, 21 Jahre jung, jo. Und hat sehr, sehr gute Anlagen, wird heute wohl im defensiven Mittelfeld auflaufen, ist auch Innenverteidiger, also kann beides spielen. Ja. Und ja, mal schauen, wie wir uns da mal heute, oder wie der sich heute schlägt, da bin ich sehr gespannt drauf. Jo. Aber HSV musste ja auch ein bisschen mehr einkaufen, das sind ja viele alteingesessene Spieler ja gegangen. Genau, was da alles gegangen ist, Van der Vaart, Westermann, Jansen. Das sind ja wirklich Spieler, die über Jahre lang beim HSV gespielt haben. Wobei dieser Schritt auch wichtig war, denn wir wissen ja, die letzten paar Saisons lief der für den Hamburger SV ja nicht unbedingt gut. Definitiv, der Verjüngerungskurs, der war nötig jetzt mal. Ja. Auch mit einem Gregoric jetzt hier, auch erst 21 Jahre jung. Kommt in der Offensive zum Einsatz. Der war absolut nötig, der Schritt. Und ja, mal schauen, was die Saison geht. Pokal hänge ich noch, also ich hänge Pokal nie an einen großen an die große Glocke. Ja, ging ja gut los. Genau, 2-3 in Jena verloren. Aber klar ist es eine Blamage, logisch. Aber ich hänge den Pokal trotzdem nicht an die große Glocke. Da haben sich schon andere Bundesligisten auch blamiert in der ersten Runde. Über die Jahre. Ja, aber wir wissen, es gibt ja wieder die Großen, die Leute, die wieder kommen, jetzt groß an die Wand hängen. Oh, das könnte wieder auch so eine Saison werden von Hamburger SV. Das ist schon wieder so ein schlechtes Omen. Ja, der Spielplan passt ja auch natürlich gleich das Eröffnungsspiel dann auch bekommen gegen die Bayern. Das ist natürlich jetzt auch eine Sache, wo man in der Situation vielleicht nicht das Beste, aber kann auch eine große Chance sein, weil keiner erwartet irgendwas vom HSV jetzt heute Abend. Wir nehmen ja tatsächlich sogar am Freitag am Spieltag auf, am Matchday. Jo. Und das wird wahrscheinlich unrealistisch enden, weil Mario deutlich mehr FIFA spielt als ich. Ja, aber da ist jetzt erstmal ein Foul gewesen. Jetzt gibt es erstmal einen Freischuss aus guter Position. Jung beim Schuss gestört von Müller war es, glaube ich. Müller, ja. Müsste Müller gewesen sein. Also Jung zeigt sich hier auf jeden Fall schon mal und der Freischuss ist natürlich genau an der Strafraumkante. Ein Millimeter weiter vorne. Ein Millimeter weiter und es hätte hier Elfmeter gegeben. Ja. Und da ist auch schon der nächste Neuzugang am Ball. Albin Ekdal jetzt beim Freistoß für den HSV. Schwede. Und der sitzt im Winkel. Ja, gut. Vielleicht ist es ja die Chance für den HSV, durch Standards solche Tore zu machen. Ja, anders. Anders wird es schwer aus dem Spiel. Ja. An so einem Ball kommt auch ein Neuer nicht ran, der hat genau im Knick gepasst. Ja, klar. Vor allem aus der Entfernung. Also, natürlich muss man den Ball erstmal so schießen, aber wer weiß. Also, es wird, glaube ich, ein Mittel sein, womit man die Bayern heute stoppen kann, beziehungsweise wo man den Bayern gefährlich werden kann, weil in der Lufthoheit hat man nicht schlechte Spieler mit Giroud, mit Spahic, mit auch Neuzugang Spahic, mit Gregoric, der ist 1,93 groß, Lasogga, auch ein bulliger Stürmer. Ja. Also, natürlich haben die Bayern da auch absolute Monster im Kopfball. Klar. Boateng, Benatia kann auch Riesenkopfball spielen. Und sie haben Neuer im Tor, der fast jede Flanke abfängt. Ist echt so. Also, wer weiß. Das ist nicht abstreitbar der beste Fußballer nicht, aber halt der beste Torwart. Ja. Hat er auch in der WM gut gezeigt, dass er auch theoretisch eine ganze Abwehr spielen kann, wenn er muss. Genau.
Ja, aber wer weiß, man sagt ja auch im Pokal immer, also die Viert- und Fünft- und Sechstligisten, die immer gegen die Bundesligisten oder Zweitligisten spielen, die sagen ja auch immer, Na, der ist abseits, oder? Ja. ja, unsere Schwächen kann man am besten kompensieren durch Standards, weil Ecken und Freistöße, das kann eigentlich jeder. Ja. Aber sind halt auch teilweise, gibt es halt so eine Sachen wie der Freistoß zum Beispiel eben gerade. Klar muss man da nicht faulen, aber sonst wäre halt Jung durch gewesen. So einen Freistoß muss man natürlich erstmal reinschießen. Klar muss man versuchen, Freistöße aus so einer Position zu verhindern, ist ja Ah, logisch. verdammte Kacke. Aber irgendwie, es passieren immer so eine Freistöße und da, Ja. gerade in Spielsituationen, also, wer weiß. Jo. Und hier tatsächlich nochmal Iličević am Ball, ein bisschen überraschend gewesen, dass der in dieser Saison nochmal für den HSV aufläuft. Ja, da Aber Rügen. hat sich durch die letzten Spiele sein Ticket oder seinen neuen Vertrag erspielt. Ja. Wichtig ist 1-1 in der Relegation im Oh, Hinspiel. what? Und hier schießt er den Ball einfach mal an die Unterkante der Latte. Ich sag ja, gegen Mario wird die Chance los. Ich spiele vielleicht einmal im Monat FIFA, wenn's hochkommt. Und das Hawkeye sagt, der Ball war drin. Ja, ich Neue will den Ball kommen. Torlinientechnik. Und hier aber auch Torlinientechnik. Jung wieder mitbeteiligt mit der Vorlage. Puck, boah. Okay, ich hab den. Warte mal, vielleicht kann man es jetzt hier besser sehen. Aus der Position sieht man es besser. Ja, der war hinter der Linie. Boah. Schönes Ding von Iličević, hat einen schönen rechten Fuß. Auch darauf kann man pokern, auf Weitschüsse. Vielleicht hält da einer mal einen Fuß dazwischen und der Ball wird abgefälscht. Aber logisch, gerade durch die letzten fünf Heimspiele, die Bayern, also die letzten fünf Heimspiele von den Bayern gegen Ja. HSV, wenn man die allein mal aufzählt, ich meine, da waren 5-0 dabei, waren 6-0 Da waren dabei, da 9-2. waren 9-2 dabei, da waren 8-0 dabei. Also natürlich geht der FC Bayern hier als ganz großer Favorit ins Spiel. Also Ja. der HSV hat Mini-Chancen, dass es hier. Ich bin auch relativ sicher, dass wahrscheinlich das von HSV auch nicht reichen wird. Das ist so nicht so gut wie sicher. Da bin ich auch sicher. Aber wie gesagt, man muss sich halt an diese kleinen Chancen, muss man sich halt echt wirklich. Ja. Die muss man dann auch wirklich nutzen. Also wirklich diese kleinen Chancen, so, wenn man so einen Freischuss, wenn der HSV so einen Freischuss kriegen sollte, oder ich sag mal aus 20 Metern, sagen wir jetzt mal nicht 17 Meter oder 22 Metern, das muss man dann halt heute auch nutzen. Den muss man dann aber auch reinmachen. Ja, So einen Druck klar. hat man halt gegen die Bayern. Ja, aber es kommt halt auch wieder darauf an. Ein Bayern ist natürlich eingespielter als ein Hamburger SV, der es ja komplett wieder umstellen musste. Ja, logisch, aber dafür, das war ja das Gute dieses Jahr beim HSV, da kann ich ja drüber reden. Die Vorbereitung war meist verletzungsfrei. Der Großteil der Mannschaft, auch so wie man jetzt spielen wollte mit der Aufstellung, hat sich eigentlich eingespielt in den Testspielen. Und die Testspiele waren ja auch nicht schlecht vom HSV. 10 Testspiele, nur eine Niederlage, 2 Unentschieden, 7 Siege. Also kann man schon mal machen. Nein! Da war Jena natürlich jetzt so eine Sache. Ja, Jena hat schon Naja. mal einen schönen Kratzer hinterlassen. Er hat einen Kratzer hinterlassen, genau, aber Pokal hat seine eigenen Gesetze und da muss man jetzt halt gucken, was heute Abend in München geht. Wichtig ist es, nicht früh in Rückstand zu gehen für den HSV. Ja. Ein frühes Gegentor ist Gift. Vor wem ich ultra Respekt habe, ist Douglas Costa. Der hat eine riesen, also die Spiele, die ich von Bayern gesehen habe in der Vorbereitung, der hat eine riesen Vorbereitung gespielt und hat Ja, sehr, sehr gute Anlagen. aber das war ein guter Einkauf. Douglas Costa war auch klar, dass der nicht schlecht spielen wird. Ich sehe Ribéry jetzt auch extrem gefährdet und da sehe ich so ein bisschen das Problem bei den Bayern. Gerade wenn Ribéry wieder fit ist, der will natürlich spielen, Ja, ist eh klar. logisch. Die Frage ist nur halt, wird er spielen? Weil ich sehe Douglas Costa momentan eindeutig besser als Franck Ribéry Ja, klar. in den letzten Spielen, die er hatte. Also ich meine, vor seiner Verletzung war Ribéry jetzt auch nicht auf Top-Niveau und Douglas Costa ist gerade wirklich auf so einer Welle, wo man sagt, okay. Ja, wenn, dann wird er vielleicht Zweitspieler. Das ist halt. Ja, aber die Frage ist halt, lässt Ribéry das mit sich machen? Weil Ja. Ribéry ist ja jetzt auch nicht gerade so, der ein Blatt vorm Mund nimmt, ne? Der Ja, sagt ja schon klar. mal gerne, wenn ihm was nicht passt. Ja, das glaube ich auch nicht, dass der sich so einfach gefallen lassen wird. Aber wahrscheinlich wird ein Guardiola ein Costa vorziehen. Das ist Momentan definitiv in der ja. Form. Jetzt muss man natürlich auch abwarten, ob er gesund bleibt, wie sich das alles entwickelt, wann Ribéry überhaupt zurückkommt. Ja, die Frage ist vielleicht, an Robben wird sich vielleicht für ihn einsetzen. Man weiß ja, er kann ja mit Robben sehr gut, vor allem auch in den Flankenpositionen. Ist ja Ja, quasi logisch. der optimale Gegenpart. Logisch. Aber trotzdem, Costa hat mich wirklich beeindruckt, muss Ja, ich eben. sagen. Und Vidal, da weiß man ja, dass er gut ist. Das. Ja, klar, also wenn Bayern einen einkauft, dann kauft Bayern keinen ein für die Bank Ja. oder einen schlechten, sag ich mal. Ich meine, in dem Kader gibt es keine schlechten Ja, Leute mehr. eben. Das. Die kaufen.
Die kaufen sich keins zum Groß hochzüchten, die holen sich da Leute. Die holen sich Ja, Gestandene. da, so der einzig, aber hochzüchten können sie ja auch. Ein Beispiel von dem ein frisch gegangenen Mann, Bastian Schweinsteiger. Und da habe ich mich verdrückt, scheiße. Aber er geht aufs Tor. Ja. Ja, Halbzeit bei uns 2-0 für den HSV. Das ist natürlich jetzt mal ein Wunschergebnis für mich. Das würde ich unterschreiben. Ja, wird aber wahrscheinlich nicht so kommen. Das wird aber wahrscheinlich nicht so kommen. Ja, aber ja, wenn wir schon das Thema sind, das ist auch eines der erfolgreichsten Bayern-Spieler, ist ja jetzt zum Sommer hingegangen. Bastian Schweinsteiger ist ja jetzt nach England gewechselt. Genau, zu Man United. Die spielen heute gegen Aston Villa. Ja. Erstes Spiel 1-0 gewonnen, glanzlos. United eh wieder viel eingekauft. Memphis Depay. Ich weiß jetzt nicht, wie der eine heißt, dieser Schneidela oder wie der da heißt, der momentan auch die Nase vor Schweinsteiger hat. Also Schweinsteiger momentan nur auf der Bank, weil er auch die Vorbereitung nicht ganz mitgemacht hat. Ja, eben. Und ja, hier hat man auch eben gerade einen Mann gesehen, der den Pass ins Ausgespielt hat vom HSV. Lasogga, auf den ruhen natürlich auch viele Hoffnungen. Ja, klar. Aber man hat sich diese Transferperiode da auch verstärkt. Also es ruht nicht nur auf Lasogga mehr die Hoffnung, weil wenn ein Lasogga nicht langsam wieder funktioniert, dann hat man in der Hinterhand hat einen Sven Schiplock Ja. von Hoffenheim verpflichtet. Man hat auch noch einen Ivica Olic in der Hinterhand, also so ist es ja nicht, aber Olic Ja. ist eher momentan noch für die Außenposition angedacht. Also Lasogga und Chiplock fürs Zentrum. Lasogga muss was bringen, er hat auf jeden Fall jetzt Druck durch Chiplock. Ja, klar. Weil Chiplock ist auch kein schlechter, war bei Hoffenheim zwar meist nur Joker, aber er hofft sich natürlich jetzt durch den Schritt zum HSV jetzt natürlich auch auf mehr Stammplatz einsetzen. Ja, sowieso, aber schauen wir mal. Lasogga noch gesetzt, wird heute Abend wohl wahrscheinlich auch anfangen noch, aber Labadie hat auch in der Vorbereitung schon gezeigt, in einem Testspiel hat er Lasogga nach 40 Minuten rausgenommen gegen, keine Ahnung, gegen Sechsligisten oder so, weil ihm das einfach nicht gepasst hat, was da Was ging. ja eigentlich untypisch ist, weil normalerweise vor der ersten Halbzeit wechselt man ja eigentlich nicht aus. Genau, das ist ein klares Signal auch an Spieler. Hey, letzte Saison war Lasogga unangefochten, aber da hatten wir auch wirklich keinen Ja, Ersatzstürmer. letztes Jahr, es muss halt sagen, war eine Katastrophensaison. Ja, logisch. Aber Labadie hat halt wirklich gesagt, Lasogga ist mein Stürmer, den will ich jetzt auch wirklich. Ja, mit dem will ich jetzt auch spielen bis zum Rest der Saison. Boah, ich krieg's kotzen. Und das sind auch so eine Sachen, das würde ich jetzt normal in einem FIFA-Match nicht machen, den Ball da so rüberswetten. Aber es sind auch so eine Sachen. So eine Chance für den HSV, ich sag mal, mit zwei Leuten aufs Tor zuzulaufen, dann so einen genauen Pass und dann hat man natürlich das leere Tor, dann kommt ein Neuer da auch nicht mehr hin. Ja, klar. Das ist natürlich auch so eine Chance, wo ich sage, man muss natürlich erstmal so durchkommen durch die Abwehr, aber auch gerade bei den Bayern, die spielen natürlich immer sehr hoch in der Verteidigung. Ja, schon. Wenn das einmal nicht abseits ist, dann kann vielleicht ein Lasogga da mal weglaufen. Ja, schon. Und ein Iličević und Gregoritsch da auf den Außen, schnelle Leute, können da vielleicht hinterherkommen. Ja, aber da muss aber auch die Abwehr funktionieren, weil gegen Bayern zu verteidigen ist halt sehr, sehr schwer. Logisch. Sie sind halt sehr offensiv gestellt und da ist Ja, halt. aber da muss mal ein Ball durchrutschen. Vielleicht ist da was drin. Ja, Boateng ist schnell, aber. dann, das muss aber dann schnell passieren, weil gegen Bayern kann es schnell zu spät sein. Klar, logisch. Hoffen wir mal von HSV, dass es nicht wieder so eine Katastrophensaison wird, auch wenn es wieder Leute jetzt nach Jena an die Wand malen, aber. Klar, also wie gesagt, natürlich hat mich das Jena-Ding auch noch ziemlich angekotzt gehabt. Das ist logisch, das ist so als eingefleischter Fan. Aber Schon. ich mache jetzt trotzdem nicht den Teufel nehmen. Ich weiß, die Vorbereitungsspiele waren gut, auch gegen gestandene Bundesligisten. Ich meine, den Telekom Cup haben wir gewonnen, gegen Augsburg und gegen Gladbach. Jo. Beide spielen Europa nächstes Jahr. Ja, jetzt ist natürlich Jena klar. In den Medien ist man halt, die sich jetzt nicht mit der Vorbereitung intensiv beschäftigt haben, mit den Neuzugängen. Ich meine, da holt ein HSV einen Spahic, der einen Ordner in Leverkusen verprügelt hat. Das ist natürlich in den Medien, das ist so bei Ja. den Leuten, das ist doch logisch, dass die. Aber wie gesagt, deswegen sage ich auch dieses Medienkram und es geht mir ziemlich auf den Sender. Aber ich warte ab. Wie gesagt, ich habe das Spiel heute noch nicht abgehakt gegen die Bayern. Das Spiel fängt immer bei 0-0 an. Ja, eh. Ein Spiel abzuhaken ist eh falsch, dahin zu fahren und nur gut auszusehen, das wäre der falsche Weg. Ja, aber trotzdem, der Punkt, den ich da sehe, HSV muss versuchen, halt jetzt wenigstens gut, nicht ganz schlecht gegen die Bayern auszusehen. Logisch, logisch. Also so ein Ergebnis wie in den letzten Jahren wäre nicht gut, gerade da man auch ein schweres Startprogramm hat. Nach den Bayern kommt Stuttgart, die ja auch eine gute Vorbereitung gespielt haben. Jo. Und dann hat man gleich zwei Auswärtsspiele in Köln und in Gladbach. Also. Ja. Verdammte Kacke, ich. Aber, na Es gut, wird aber. schwer, es wird Ja, schwer. Stuttgart, aber muss man sagen, haben halt letzte Saison halt auch nicht so arg gut gespielt.
Deswegen da Ja, könnten. aber komischerweise sagen da alle, ja, die kommen dieses Jahr, die kommen dieses Jahr, die kommen dieses Jahr. Also das ist genau das Gegenteil zum HSV, was ich nicht ganz so verstehe, weil klar hat Stuttgart eingekauft. Ja. Hallo Daniels Mama. Hi. Ja. Ja. Danke. Eine Unterbrechung. Also Stuttgart hat zwar auch relativ solide Ja, eingekauft, lass mal, meine Güte. aber das muss sich ja auch erstmal alles einspielen. Ja, schon. Von daher. Ja, eh. Oh, so ein 3-0 wäre aber schon geil heute Abend, ey. Ja, für Bayern, ja. Nee, andersrum, da würde ich mich schon ziemlich besaufen. Aber wo ich mit dem 3-0 wäre ich auch noch recht zufrieden, wenn die Bayern 3-0 gewinnen. Ja, klar, das wäre doch, Aber. das wäre von HSV vollkommen okay. Aber da merkt man halt, dass du halt sehr, sehr viel mehr FIFA spielst als ich. Ja, logisch, und gerade mit dem HSV. Also, das ist die Mannschaft, mit der ich am meisten kann in Ja, FIFA. eben. Aber trotzdem hier auch. Also, wie gesagt, viele Standards habe ich ja jetzt auch gerade in FIFA. Vielleicht ist das heute Abend wirklich so ein Fingerzeig. Jung auch ein Tor geschossen, also gefällt mir auch wirklich hier schon in FIFA sehr gut. Woran das nur liegen könnte. Ich habe schon damals, wo wir den vor einem Jahr von Oberhausen gekauft haben, wo ich gehört habe, oh, wir kaufen einen, der heißt Jung, habe ich schon gesagt, ich muss mir ein Trikot von dem holen. Boah! Und da war Abseits. Also die Bayern kommen überhaupt nicht zustatte. Die Verteidigung steht hinten gut mit Oschrolek, mit Spahic und mit Giroud und Diekmeyer. Also da muss man schauen. Vielleicht. Wenn man einen Sahnetag erwischt und die Bayern echt einen schlechten Tag und die Bayern können schlechte Tage erwischen, Ja. dann ist da vielleicht was drin. Aber auf jeden Fall muss ich sagen, es war wichtig. Jetzt, das wirst du wahrscheinlich nicht gern hören, aber es war wichtig, dass man einen Van der Vaart, einen HW4 und sowas losgeworden ist. Die haben Arne einfach nicht mehr. Die sind halt schon alt und waren halt nicht mehr in der Form. Es sind auch es sind Altlasten, ne? Und die werden halt in den Medien, werden genau diese Spieler seit Jahren so zerpflückt, wo der HSV so schlecht spielt. Und diese Spieler werden am Pranger gestellt. Die muss man jetzt loswerden, diese Zielscheiben, Ja, weißt du? eben, ganz genau. Ja, 3-0. Aber Ja, es. kann man mal machen, ne? Ein 3-0. Ja, gut, aber. Ja, nein, also es ist jetzt eine Prognose. Wir haben noch ein zweites Spiel aufgenommen, kommt auf den Kanal. Das haben zwei andere Leute, der Sub und der Benny, haben es aufgenommen. Da habe ich schon Ein gehört. ähnliches unrealistisches Ergebnis. Ja. Aber ein 3-0, also ich würde es unterschreiben. Ekdal und Jung, zwei neue Leute beim HSV, haben Tore geschossen. Ja, warum nicht? Jo. Und dann macht man das mal. Also ich würde ehrlich sagen, wenn man dich jetzt so tippen müsste, ich würde sagen 3-1 für Bayern. Also halt jetzt heute Abend. Weil ich einfach glaube, da ist halt einfach ein Bayern dann doch abgekühlter, die werden und halt dann doch nochmal ein bisschen besser, die werden wahrscheinlich das dann dementsprechend holen. Was denkst du? Na, wenn er reden kann, wenn nicht, dann halt nicht. Naja, gut, aber schau mal, wie es wirklich ausgeht. Ich musste das mal eben, so ein 3-0 musste ich mal eben genießen. Aber was denkst du, was ist so dichtes Ergebnis heute Abend? Also es. Ich sag mal 3-1 Bayern. Ja, habe ich auch gesagt. Hast du auch gesagt? Ja. Okay. Ja, also es wird nicht so ausgehen, wie wir jetzt gespielt haben, glaube ich Ja, nicht. so. Und Wenn wenn, man dann es hört ihr mich. umdreht, dann vielleicht, aber. Ja, und wenn, dann hört ihr mich die nächsten Monate nicht. Ja. Dann bin ich besoffen. Und ja, war auf jeden Fall nett. Und ich glaube, wir haben das erste Mal gegeneinander FIFA gespielt. Kann sein, ja. Und ja, mal gucken. Vielleicht, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und mal gucken, heute Abend, Bundesliga fängt wieder an. Ich hab Bock. Ich hoffe, ihr habt alle auch Bock. Und ja, Daniel, du darfst. Jo. Dann würde ich sagen, das war's dann für diese Aufnahme. Bis dahin. Ciao und bis zum nächsten Mal.